Bin gespannt. Also Schreiber und ich, wir haben gestern gegen zwei schwierige Gegner, Verbündete, haben wir es geschafft. Aber du musst dich unglaublich anstrengen und wir müssen direkt uns gegenseitig Unterstützung schicken, weil sonst haben wir keine Chance. Das heißt ja früh schon anfangen mit Mauern Ketterbau. bauen, Das heißt Mauern Mauern. und abmauern, alles abmauern direkt. Ich habe drei Mauern hintereinander gebaut. Und das hat mir mehr oder weniger den Arsch gerettet, weil während er die anderen Mauern zerstört hat, konnte ich noch weitere Einheiten bauen und dann habe ich ihn schön bei Schacht halten können. Alright. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Die Karte ist ganz cool, da ist sehr, sehr viel Wald und der Wald hilft uns. Der Wald hilft uns. Okay. Die Mauern zu ziehen, weil das sehr schön alles. Herrgott, was wollte ich denn sagen? Weil das sehr schön alles abgrenzt. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall an einer anderen Karte, die ich gestern hatte. Ja, passt. Erstmal die Karte schön erkunden. Und alle Schafe aufsammeln, weil das ist das wichtigste Nahrungsmittel jetzt am Anfang gerade. Ja. Damit wir gleich sehen können, welche Grenzen wir zumachen müssen. Natürlich essentiell. Und alle Schafe einsammeln. Ich hatte gestern, keine Ahnung, 15 Schafe oder sowas, habe mich damit erstmal richtig retten können, weil ich nichts anderes bauen musste an zusätzlichen Nahrungsmittelreserven. Ach scheiße, ich wollte eigentlich das Heilige Römische Reich spielen. Also ich habe hier schon mal eine einfach zu schließende Grenze. Okay. Ja, die kann ich eigentlich gut zum. Ne, die ist schon zu. Das in die Richtung bin ich schon mal geschützt. Ich eine heilige Stätte gefunden. Die müssen wir natürlich einnehmen. Hey, Schreiber! Ganz kurz, Schreiber, wir haben gerade das Spiel gestartet. Würdest du direkt mit einsteigen? Würdest du direkt mitspielen wollen? Dann können wir es nämlich gerade noch beenden, weil wir haben es gerade vor einer Minute gestartet, die Runde. Gerne. Okay, Schweizer. Komm, wir gehen noch mal kurz raus. Dann nehmen wir einen Schweizer Jo. mit, einen Schreiber mit dazu. Party verlassen. Die Party? Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin ein Juhu! Partyzerstörer. Einen wunderschönen guten Morgen noch an dich. Der Guten Wortwörtlich. Morgen, Schreiber. Hallöchen. Aber dann hat der Schweizer gerade Zeit, der gepennt hat, mal kurz das Spiel zu ändern, oder? Ja, Ist aber noch GTA drin. oh Mann. Oh, stimmt, den Spieletitel. Machst du oder soll ich Schreiber? Schweizer. Ja Gott, jetzt geht das wieder los. Mach doch du gerade. Da unten im Spiel wird mir auch noch GTA angezeigt. Ja, das ist alles noch nichts geändert. Oh je, bist du immer noch erkältet? Ja, das ganze Jahr krank. Kopfkrank zählt auch dazu. Aber da gibt es keine Heilung. Nee. Jetzt soll es Ich gepasst betrete die sein. Arztpraxis und die sagen, nee, gibt keine Heilung, sie können wieder gehen. Ja, Dingens hier, zwecklos. Ist richtig. Unlösbar. So, dann lade ich dich gleich mal. Ah, du bist gar nicht online. Also noch nicht. Dürfte aber gleich. Sehr gut, sehr gut. Aber dann machen wir es halt zu dritt gegen einen Schweren, das passt auch gut. Ja. Ja. Gesundheit. Gesundheit, Entschuldigung, danke. Ich meine, gegen einen sehr schweren. So, da ist er. Die Einladung ist raus. Gruppe beigetreten. Da ist er ja Ja, schon. ich würde ganz stark behaupten, Schweizer macht das, wir lehnen uns zurück. Ja, Dann haben wir finde alle ich gut. verloren, das sage ich jetzt schon.
Gut, dann haben wir jetzt zweimal das Römische Reich. Warte mal, dann probiere ich jetzt tatsächlich auch nochmal was ganz anderes aus. Erreicht ein blühendes goldenes Zeichen, indem sie Gebäude rund um Haus der Weisheit konzentriert. Dieser möchte es erhebliche wirtschaftliche Vorteile, falls das Haus der Weisheit bestimmt auf Voranschreiten in der nächsten Zeit und gewährt zu und zu. Die Kameleinheiten. Ach, Kamele. Kontern. Ne, da mache ich die Delhi-Sultanat vielleicht, oder? Netzwerk, was im Wege steht, schnell Sammeln von Bärenschein. Uff. Was? Ich glaube, ich probiere mal die Franzosen aus. Dann bleibe ich beim Heiligen Römischen Reich. Dann machst du die Franzosen. Jo. Ich fand die Franzosen ganz gut eigentlich so zum Spielen. Naja, vor allem, du siehst, laut Beschreibung siehst du ja die Handelsposten schon von Anfang an und deine Händler können beliebige Rohstoffe transportieren. Boah, das ist nice. Austherapiert. Meinst du, das geht, Mikey? Ich glaube, einen Schreiber kann man nicht austherapieren. Ich glaube, da ist alles Hopf und Malz verloren. Du sollst es doch nicht mal verraten. Ach, verdammt. Habe ich nicht dran gedacht, ist schon so spät. Wie spät? Ist doch erstmal 0.36 Uhr. Ja. Stimmt auch, du hast recht. Verzeih. Bin seit 14 Minuten wach? Ja, top. Top Sache. Gerade den Tag gestartet. Läuft bei dir. Ja. Hast du schon mal... Achso, du magst keinen Kaffee, gell? Oh, richtig. Was gibt's dann zum Frühstück? Oh, es lass dich wetten, Tzatziki. Nee, der ist alle. Wieso bin ich denn jetzt schade. Eigentlich rot? Oh lol, warum sind wir direkt nebeneinander? Warum nicht? Oh nein. Oh, wir sind wirklich direkt nebeneinander. Hä? Wer ist jetzt blau? Das bin ich. Nicht. Was hast denn du? Du hast ja gar kein Dorfzentrum. Ja, ich bin Mongolen, ich muss eins aufbauen. Ach so, lol. Bleib ja weg von mir. Ja, und ich sehe auch schon das Handelszentrum. Seht ihr das auch? Auf der Karte? Nein. Das ist... Achso, ich sehe es so gar nicht. Hier. Ah, okay. Ich schicke meinen Speer schon mal hin. Machen Sie das, junger Mann. Junger Mann. Wieso baust du dein Dorfzentrum nicht direkt vor dem Gegner? Verstehe ich auch nicht. Oder im Gegner. Das haben sie gepatcht, tatsächlich mir noch letzten Patch. Was denn? Dass man das Dorfzentrum nicht mehr in der Nähe vom Gegner bauen kann. Oder allgemein von anderen Dorfzentren. Ja gut. Echt? Aber auch gut, wir sind ja aber eigentlich relativ nah. Ja, vielleicht vom Gegner nicht. Im Team schon, keine Ahnung. Ey, ich habe den Handelsposten gefunden. Ein Wahnsinn. Also, ein bisschen gerissen. Ich wollte es auch gerade machen. Ich hab's gerade gesehen. Was hast. Ja, ja. Also ich bin in der Mitte. Schweizer ist links und Schreiber ist rechts. Oh, das da geht's so gar nicht weiter. Ente? Was, Ente? Ente gut, alles gut, oder wie? Was hab ich denn? Ich kann jetzt schon einen Prälat bauen. Was bringt der Prälat? Solltest du ja auch bauen. Der kostet dich zwar 50 Gold, aber habe ich ja gestern erklärt, der bringt deine Dorfbevölkerung dazu, wenn er nicht nah dran steht, dass deine Dorfbewohner schneller die Ressourcen abbauen oder schneller bauen. Ah, okay. Dadurch war ich ja gestern immer so schnell gewesen. Du das? Nein, brauchst du. War nur ein Spaß. Lass mich nicht jetzt gleich wieder fertig machen. Ich hab mich schon mal am frühen Morgen. Oh mein Gott. Band den Schreiber, danke. Machst du eh gerade nichts, kannst du es doch machen. Ich schwing mal den Bannhammer. Okay. Vielleicht rutscht gleich mein Finger aus. Oh, okay, da ist der Gegner, ich habe ihn gefunden. Ah, wäre ich gleich angegriffen hier. Arschlochgegner.
Ach, deswegen. Ach, das ist das, wo du gesagt hast, dass die so schön leuchten. Genau. Uff, ich habe doch gerade ein Schaf übersehen. Was das Geile ist, als Mongole startest du ohne Einwohnerlimit. Also du kriegst maximale Limit. Echt? 200 direkt? Ja. Das heißt, du musst gar keine Häuser bauen. Nee, und du kannst eine Weide bauen und die Weide generiert alle 90 Sekunden Schaf. Das ist ja geil. Herein. Kann ich die Schafe von dir auch mitnehmen? Nein. Ich denke, wenn du mit einem Reiter vorbeireitest, könntest du ihn klauen. Schätzungsweise. Das ist witzig. Ich habe noch eine heilige Stätte gefunden. Alter, jetzt schon die Feudalzeit. Naja. Ich warte auch gerade nur noch drauf, dass ich meine Ressourcen kriege. Wisst ihr, was das heißt? Holz. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich bin naja, gleich ist gut. Aber sobald ich in der nächsten Zeit bin, ist hier mein Handelsposten. Okay. Und zu welchem rennst du? Da wir noch nichts eingemauert haben, erstmal sogar auch gar keinen. Weißt du, bei dir stehen die ganzen Dorfbewohner da und tun nichts. Das kann nicht sein. Drück auf deine Dorfbewohner und geh auf die Schafe. Die machen nichts. Also? Hallo? Er ist gemütet. Glaub, er ist auch gerade AFK. Arschloch-Schweizer. Wow! Die Mongolen. Wow. Was? Er hat da was drauf gebaut. Und. Oh. Da, wo ich markiert habe. Direkt oberhalb seines Dorfzentrums. Ja. Und. Generiert kein Stein, Bauer ist dran. Aber die bauen Stein ab einfach. Das ist natürlich geil. Ja. Okay. Also, ich glaube, wir haben die Grenzen abgeriegelt. Wir haben drei Sachen abzubauen. Hier. Ich bin gerade überlegen, wie ich wolle, damit wir eventuell die. Schau mal auf Radar. Machen wir hier, drauf. Hier, hier und hier. Das wäre so meine Idee gewesen jetzt. Ja, ich mach direkt unterhalb der Städte baue ich eine Mauer hin. Beziehungsweise mehrere. Welche Städte? Markier mal. Hier oben. Ja, okay. Gut. Let's go.
Darf ich? Ja. Hooray! Weißt du, bist du wieder da? Ja, sorry. Für deine Dorfbewohner, wenn du die produzierst, gleich auf die Schafe rechter Mausklick machen, dann werden sie automatisch abgebaut. Ja. Nur zur Info. Und was soll ich sagen? Es kann sein, dass ich das Mongole gar keine Dinger machen können, glaube ich. Keine Mauern. Echt? Da müsstet ihr vielleicht einfach den kleinen Teil irgendwo abdecken bei mir. Den kleinen Teil, sagt er. Ja. Der andere Teil ist hier. Ich habe nur hier einen kleinen Zipfel, der durchgeht. Ja. Dorfzentren liegen halt echt sehr nah aneinander. Scheiße. Hast du schon Einheiten? No. Aber die machen irgendwie nichts, gell? Noch nicht. Aber die Türme ist halt blöd. Ja, ich baue gleich hinten noch einen Turm ran. Ich baue gerade so ein Dingens. Eine Kaserne. Ah, ich kann von unten keinen Turm mehr bauen. Hä? Uff. Was? Von oben? Lol. Okay, ich versuch was. Scheiße. Ja, richtig. Richtig. Los, komm, baut schneller. Hat noch zu wenig Einheiten, die würden sie einfach so umnieten. Würde jetzt nichts bringen, wenn ich die zu dir schicken würde. Wie ist halt endlich das Zeitalter abzufixen? Da klaut er mir meine Bären. Nein, lass die Dorfbewohner doch bitte. Gut,
der wird dann gleich bei mir wahrscheinlich angreifen. Wie sieht's bei euch aus mit Einheiten? Null. Na, kannst vergessen. Es sind schon so viele Einheiten, ich komme gar nicht mehr nach mit Bauen. Ich werde schon wieder fast verloren. Deswegen freut mich gerade nach Einheiten, dass wir zusammen angreifen können. Oder verteidigen zumindest. Weil ich habe schon ein paar. Hat's vergessen. Keine. Das kannst du vergessen. Wir sind ja schon so viele Einheiten da. Du darfst Wes? Das wird gebaut werden. Jetzt kommt er mein. Jetzt geht's ab. Okay, ich bin da. Ich komme rüber. Hat zwar nicht viel, aber mit ein bisschen. Du bedarfst was? Schick deine Dorfbewohner mal ins Dorfzentrum. Dann schießt das Dorfzentrum mehr Pfeile. Mit G, Sicherheitssuche. Okay, da ist er aufgehalten erstmal. Wie kann ich die wieder rauslassen? Du gehst aufs Dorfzentrum und dann hast du... Nee, zurück an die Arbeit. Genau. Ein Arendtie. Das wird gebaut werden. Das war nicht so geil. Wogen gar ich gar. Uage Hayes. Ich komme zu dir runter, Schwarzer. Ja, ich glaube, ich bin hier gleich dran. Ja, sie haben alle. Boah, ja, instant. Gegen Pikeniere brauchst du gegen mit Pferd nicht ankommen. Pikeniere haben Vorteil gegen Pferde. Ja, das Problem ist, er hat alle meine Speckkämpfe schon getötet, aber... Okay. Ich einfach mal alles, was ich habe. Meine ganzen vier Einheiten. Alles gut, ist gerade weg. Hören, ihr
weiterer bereit. Du bedarfst was? Ich werde dies buhen. Ich werde dies buhen, sagt sie. Die Eure. Ja, wie sieht's bei euch aus mit den Mauern? Keine Chance. Ich kann keine bauen. Ich kann schon welche bauen. Das Problem ist, ich kann die nicht schützen, bis ich da runter bin. Ich kann es mal probieren mit der Truppe, die ich da habe. Dann mache ich es ein bisschen anders. Höre zu. Ufgard soll den Erd. Hat einer von euch schon einen Marktplatz? Nö. Nein. Ich muss jetzt erstmal kurz hier Getreide aufbauen. Bedarf ist was? Ich werde das Buhe. Du bedarfst was? Ja, und? Ja, oh, fuck. Komm mit dem, was ich hab. Ich versuch, Dinger zu bauen. Das habe ich gern. Das wird gebrät, die zu um Gewehr kommen. Ja, Inti? Das wird gebaut. Bedarf ist fest. Warte, hier stehen zwei Leute rum. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ich glaube, die machen da nichts. Die haben gerade fertig gebaut, gerade was. Okay. Ich gewerke ein Arunti? Das hat ich gern. Gabuin. Du bedarfst was? Gut. Ziehen sich zurück. Okay. Dankeschön. Jo. Gehochet. Du bedarfst was? Ich werfe das Buhen. Das wird gebaut werden. Berät, gebe Acht. Du bedarfst was? Muss meine Holzarbeit alle hin? Du bedarfst was? Ja, gute Frage. Alle tot. So, wie schaut's jetzt aus? Where are you? Das so ist es. Where are you? Ja, Inti? Ich gewerke bereit. Wo sind nochmal die Präter-Bügel-Dings da? Habt ihr schon einen Marktplatz? Ja. Negativ. Wo steht deiner? Meiner steht. Warte. Ja. Was steht deiner? Meiner steht hier oben. Das ist das hintere Gebäude. Jo. Schmiede. Noch erhöhe ich. Ach da. Okay. Du bedarfst was?
Das wird gebaut, bedarf. Hä, warum habe ich jetzt plötzlich 5 Speer? Ja, Inti? Ich werde das Ruhe. Ich bin verwirrt. Nein, der kommt schon mit Tribocken, gell? Nur zur Info. Ich kam leider noch nicht dazu, meine Schmiede zu bauen. Ich brauche mehr Leute für jetzt. Okay, die Einheiten sind down. So, ich handel mit Schweizer erstmal nicht mit Gold. Wie? Warum? Meine Händler bringen Holz mit, weil ich Holzmangel hab. Wo hast du dein Handelsplatz, Schweizer? Das ist diese komische Statue. Nee. Sondern? Dieses, sieht wie ein Marktplatz aus. Also wie ein richtiger Marktplatz, direkt bei deinem Feld quasi. Da, wo, die, wo das okay. Holz abgehakt wird. Lol, ich kann es auch woanders hinschicken. Natürlich ganz schlecht gebaut. Du musst den Marktplatz immer so weit es geht von uns wegbauen. Nö. Doch. Die Mauer macht gleich, also zumindest der eine Turm macht gleich Stufe hoch. Ja, ich kann es nicht ändern, ich habe keine Einheiten dort. Ich schicke gerade meine Bogenschützen runter. Ich versuche gerade parallel Mauern aufzurichten, von daher. Wir bräuchten eine Tribocke oder irgendwas, wo die Dinger da von ihm zerstören. Scheiße, der Turm ist auch down. Der nächste. Uff. Ja, wir sollten in die Bahn vielleicht mal sowas wie Durchgänge bauen. Weil meine Archer, um dir zu helfen. Du bist was reinbauen? Ja, wo? Unten, ganz im Süden laufen die lang. Ja, da sind sie auch. Du hast keine Durchgänger. Gerade erstmal ganz kurz seine Südmauer zu verteidigen. Was er da gerade angreifen. Okay, deine Südmauer ist wieder safe. Ah, jetzt doch nicht mehr. Ah, fuck. Gut, meine Archer gehen gleich. Machen gleich die Hufe hoch. Das wird
baue die nächste Mauer. Also ich versuche erstmal die Hauptdinge zu bauen. Scheiße, die Mauer ist fast down, gell? Na, verdammt. Das sind Rammen. Okay, die Mauer ist down. Das war's. Okay, nein. Wir sind wieder drinnen, komplett fette Einheit. Und wo kommen sie genau? Ja. Ja. Nicht gut. Hey, Arunti? Ich gewerke bereits. Werde angeschossen! Ich gewerke bereits. Das wird gebaut werden. Gebet acht. Okay. Du musst auf die Geschütztürme zuerst schießen, sonst haben wir keine Chance. So. Okay, jetzt brauche ich Gold. Kann ich dir nicht einfach Gold schicken? Ja, kannst du rechts oben. Was brauchst du? Wie viel brauchst du? Eine Menge. Das ist das Problem. Ich brauche gerade 800 Gold. Das Problem ist, 800 Gold ist kein Thema. Ich hab dir 2000 geschickt. Danke. Ich kann hier nämlich spezielle Einheiten bauen. Und will die mal ausprobieren. Oh fuck, da kommen da viele. Okay, ich werde gerade fertig gemacht. Ja. Wir kommen. Ist eh zu spät, glaube ich. Meine Einheiten sind alle down, ich habe keine Ahnung mehr. Das war's. Ja, bevor er bei dir einmarschiert, komme ich jetzt. Mit dem, was ich habe. Ja. Hallo? Oh, wow. Meine Kanone hatte nicht mal Lust anzugreifen. Das heißt, die hatte nicht mal Lust anzugreifen. Ah gut, jetzt wollen sie oben gegen meine Burg kämpfen. Das ist schon mal gut. Ja, die ist eh schon fast down. Ja, aber das verschafft uns erstmal Zeit. Ach scheiße, sie weiter bei dir im Lager. Tu deine Dorfanwohner direkt ins Dorf schicken, ins Dorfzentrum. Wie mache ich das? G. Mit G. Ja, das hat's mega gebracht. Egal, meine Einheiten kommen, das passt. Du bedarfest was? Ich
Also noch ein paar neue Dorfbewohner. Ich werde das rufen. Haben die das auch gefixt, dass man Mauern nicht mehr so nah aneinander bauen kann? Das kann ich dir nicht sagen. Kam heute ein Update? Ja. Schauen wir die durch. Ich werde das rufen. Weil das letzte Mal ist ja voll dicht hintereinander gebaut, das geht jetzt nicht mehr. Ich gewerke bereits. Zio-ho-nu. Ja, jetzt kommt es an der nördlichen Mauer an. Also ich will erstmal all meine Einheiten zusammen haben, die ich gerade baue. Schweizer greifen sie auch an. Ja, ich stelle mich darauf, wie sie durchkommen. Ich werde das buben. Gebt acht. Davon haben wir noch welche gelebt. 8 Mille, oder? Okay, was? 8 Millionen, dann bist du auf Platz 1. Nice. Oha, jetzt geht's ab bei mir. Boah, diese scheiß Tribo, okay. Hier als erstes angreifen. Okay, ich bin. Meine Einheiten sind down. Wir kommen. Ich komm nicht nach mit Mauern bauen. Greifen Sie südliche Mauer, greifen Sie auch an. Die Triebwerke, das ist das Wichtigste. Ich mach die Einheiten, übernehme die Triebwerke. Okay. Wunderbar. Aufgeräumt. So. Doch nicht. Okay, jetzt aufgeräumt. Die kleinen Lafetten, die ich hier habe, diese Firma, uff. Also ich glaube, mit denen im Vorfeld haben die Gegner kaum eine Chance. Da ist ein Kanonenrohr noch versteckt irgendwo. Schweizer, ein Kanonenrohr. Ja, aber nicht bald heute mal. Ha. Ich liebe diese Kanone. Sie hat einen Vorteil gegenüber Belagerungswaffen. Also macht man denen mehr Schaden. Was Honey gern? Für die Schwabin. Wir müssen hier unbedingt das zumachen hier. Ich krieg's aber nicht zu. Und deine Türme hier hinten müssen auch wieder repariert werden, Schreiber.
Die vernachlässige ich jetzt. Die kann abpacken. Okay. Ich will demnächst da rein bei dem. Lol, ich kämpfe hier ums Überleben und er denkt schon an Angriff. Ja, klar. Bei dir. Bin hier nur am Versuchen, am Überleben und am Mauern bauen. Nur wer angreift, kann überleben. So, was mache ich jetzt mit denen? Hier, die dürfen mir nicht mehr helfen. Das, was mir dabei fehlt, ist Gold. Schöne gebautes. Aha, Weltwunder, okay, läuft bei dem. Meine Burg nicht. Ich weiß nicht warum. Kaputt. Gesattelt und bereit. Gesattelt. Morgen in Bereitschaft. Gehören alle. Ich lasse das als dein Bau. Ja, aber Schweizer unten. Kannst du das abwehren? Ja, ja, ohne Probleme. Oh, der nimmt die heilige Stätte ein bei dir, Schreiber. Ja, lassen. Du wirst halt nichts vorsteht. Wir sollten hier mal zumachen irgendwie, weil da kommt er durch. Die unteren und die oberen. Das ist der einzige Weg, wo er gerade durchkommt. Ja, da die Imperialzeit. Wir haben bei keiner Mauer einen Durchgang, ne? Doch. Wir kommen nicht bei dem. Bei welcher? Da ist ja offen hier. Das ist komplett offen, da ist keine Mauer mehr. Okay, offen, gut. Weil ich habe jetzt keine Öffnung gesehen, da hätten wir nicht durchmarschieren können, wenn wir selbst mal wollten. Das wäre ja kein Thema gewesen, da eine hinzumachen. Ich bin schon aufgestiegen. Oh, okay. So, ich brauche jetzt unbedingt Gold. Das ist zu wenig. Söldner, unsere Befehle sind hoch. Gut, du erforscht jetzt mal das. Ich gehe jetzt mal zur heiligen Stätte mit meinen Einheiten. Was? Um die Einheiten, die dort stehen, bestmöglich zu dezimieren. Dann kann er mit den Einheiten ja nicht mehr angreifen. In der Hoffnung, dass ich die kriege. Aha. Aber ich glaube, das hast du auch schon vor. Thank you.
Ja. Ich sammle meine Einheiten erstmal, bevor ich weiter vorrücke. Die sind zu verstreut. Gehäße für den Entrieb. Nun sendet mich fort. Ja, bin bereit zu einem Befehlchen. Okay. Und Abfahrt. Ja. Gebet ab! Befehlchen kommen! Ein Handelsweg ist bestellt worden. Zu. Befehlchen kommen! Ich will gerade noch den Rest aus, den ich habe, und dann komme ich nach. Immer mit der Ruhe. Zur Not bist du die hintere Verteidigung. Falls der irgendwo ist, okay, wo wir nicht angreifen konnten. Nö. Der klappt uns hier das Gold. Wo? Bei der Heiligen Stätte, da waren gerade jede Menge Bauern. Ah. Mich gelüstet das. Das sind einfach mal. Oh nein. 30 Einheiten hier bei denen. Oh oh, das sollten wir unterbinden. Ja, ja. Greif, nimm doch du oben bei ihm die Stelle ab. Ich hab keinen, der das einnehmen kann. Ich greife an mit meiner großen Truppe. Ja, greif du an. Du brauchst ja diesen komischen Dingensbums. Den hast du doch, oder? Ich hol grad, ich baue grad mal diese Priester. Genau. Der wird gar schreien, wenn ich da reinkomme. Ich halte die Engstelle dort, dass der da nicht durchkommt. Jo. Ich versuche das einzunehmen, Schweizer. Ich schicke dir eine Spezialeinheit, einen Priester. Ein Handelsweg ist erstellt. Lol, so eine Wildsau macht meinen Turm kaputt. Spinnt die? Was für eine Sau. Nicht wahr? Wortwörtlich. Reiber? Was? Gehen wir zu dem anderen? Zu der anderen heiligen Städte? Ich halte gerade den Durchgang dort. Ja, dann passt, dann gehe ich zur heiligen Städte da rechts unten. Also wenn er versucht da durchzukommen, gibt's Aua. Ja gut. Das gefällt mir. So, ich muss unterwegs zur heiligen Städte, gell? Vero. Sehr gut. Ich bin unterwegs, ja, der ist schon gleich da. Der kommt gerade, schau. Sehr gut. Der kommt mit jede Menge Ram, die hier. Ja. Also der will gleich bei irgendeiner Mauer durch. Aber wenn du deine hier runterstellst, dann braucht man keinen anderen Eingang mehr, weil alle anderen Tore sind zu. Wenn du hier hinstellst, deine Armee. Ich fahr mal ein Stück vor. Ja, mach das. Oh nein, ich werde eingegriffen. Sind nur 3 Einheiten, aber immerhin. Nee, da kommt gleich kommt wahrscheinlich noch mehr durch. Und ich brauche mal einen Bauern, der faul ist. Ach, ich baue mir mal 2-3 Bauern, so. Ich habe genug Nahrung. Hier zufällig zu viel Gold? Leider nicht, nein. Ich habe 400 Gold. Ich habe beide heilige Städte eingenommen. Theoretisch könnten wir gewinnen. Aber gerade bei mir an der Burg. Hier sind unsere Gehäfte. Befehl. Was ist? Ich heile deine Einheiten. Das ist ja lustig, dass ich dich auch heilen kann, Schweizer.
Ja, ich finde es sogar sehr nett. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Die sind bei meiner Burg gleich durch. Das ist schlecht. Ja, komm. Also mein einer kommt. Ja, es sind nicht viele. Warte mal, da kann ich... Habe ich nicht hier irgendwelche stehen? Nee. Also ich baue gerade erst wieder. Jetzt. Scheiße. Mein einer ist da. Dankeschön. Gerne. Leider zu spät, sorry. Kann man nicht ändern. Aber gut, dass er dich... Wo lang ziehen sie sich zurück? Ah, schade. Die bleiben da. Was bedarf des Zermals? Wir müssen diese Front hier absperren, da wo du hinfährst, gerade Schreiber. Ich weiß, ich musste gerade nur zurück, weil ich nicht wusste, wann die Unterstützungseinheiten kommen. Ja, passt, sehr gut. Ich setze meine Einheit auch darunter. So, jetzt muss ich aber erstmal meine Belagerungseinheiten wieder reparieren. Ups. Ja, geschossen wird. Seht ihr irgendwo Reliquien oder habt ihr selber schon welche geholt? Nein. Keine Möglichkeit bis jetzt dafür gehabt. Wo? Geschossen? Da. Ne, wo ist das? Unten in der Mitte, wo wir abdecken. Ah, okay. Ups. Das war? Da kam einzelner an, meine Kanone hat sich gedreht. Ja, und der hat die Kugel mit dem Kopf gefangen. Autsch. Passiert. Ich lasse meine Einheiten direkt an die Stelle hin, hin bauen. Also die laufen direkt an die Stelle runter. Alles klar. Ich hab 3 Dorfbewohner mitgenommen, den Anhalten. Egal. Dann kannst du ja irgendwie was hinbauen. Kaserne direkt dort unten. Brauche ich nicht, ich hab 200 von 200. Na, ich brauch Dorfbewohner, die gerade mal nichts tun. Oh. Oh, hier steht einiges. Ja, seh. Feindlichen Dorfbewohnern auch, glaube ich. Wir gehen da hin. Schaffst du das oder soll ich mal ganz kurz, weil der Eingang ist ja gerade ein bisschen safe, mal kurz verschieben? Ah, du, ich komme gerade mit 50 Leute. Okay, Arrow macht seine Mauer kaputt. Ja, dann besser durchkommen. Die bauen da ab, die Arschlöcher. Okay. Ja, sag ich doch, dass sie die Ringe bauen. Aha. Ich ziehe meine zurück. Wir haben es hier abgenossen. Folgt dem Rüstzeug.
Oh. Ich geht so. Okay. So, 4 Minuten haben wir gewonnen. So, wollen wir die Stadt machen. Ja. Der Junge leckt das Spiel gerade bei mir. Echt? Ja. Das ist nicht normal, oder? Was denn? Das ist nicht... Oh, scheiße. Lass die Bauern einfach angreifen. Geht das? Weil die sind ja in einer extremen Überzahl. Von Bauern gemobbt. Wohin soll ich? Ich werde fortreiten. Das waren auch nur Dorf, das waren auch nur Bauern. Bauern gegen Bauern. Lol. Ein einziger Kanonier und ein Bogenschütze macht sie kaputt. Ein Handrohrschütze und ein Reiter. Lol. Ja, kann man machen. Ja, das ist nett von dir, Schweizer. Ich glaube, die sind safe. Hast du Befehlchen für mich? So. Das ist das allererste Mal, dass ich jetzt auch an die 200 Dingens habe. Ich noch nicht, ich baue gerade erstmal. Ich bin bei 99. Wir bekommen Befehlchen. Meine Landsleute geben. Achso, wir müssen ja seinen Weltwunder killen. Ja. Ah, nee. Nee, wir sind eher fertig. Aber dann nur, wenn er uns nicht stört. Ja. Oh ja. Aber deswegen halten wir da ja gerade so. Dein Wunsch ist mein Befehl. Ich werde auch gleich mal ein Stück vorgehen. Ich baue gerade nur noch 3 Einheiten fertig. Eine, Entschuldigung. Weil hier baue ich gerade nur noch eine Burg hoch. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Verteidigung. Ich liebe im Gehorsam, ich gehe den Weg der Gerechtigkeit. Das Gebäude hier ist OP, ne? Welches ist OP? Was ich gerade markiert habe. Das heißt OP? Overpowered. In meinen Augen. Was ist das? Ich sehe das nicht. Welches ist das? Das vordere. Universität. Die Gildenhalle. Bergfried. Die was? Gildenhalle? Gildenhalle. Sehe ich nicht. Weil... Ach, da, Gildenhalle, ja. Der kann ich sagen, sammel eine bestimmte Ressource. Je länger ich das halte, desto mehr Ressourcen pro 20 Sekunden sammelt die. Ah, cool. Und dadurch habe ich schon Boosts bekommen. Es ist schon nicht mehr schön zwischen Gut und Böse. Ah, nice. Ich marschiere mal ein bisschen vor, ne? Cool. Gucken, ja. Was wir eine Minute noch an Schaden anrichten können. Kannst du an mir vorbei marschieren? Ich bleib hier in Stellung. Das geht, glaube ich, nicht. Da kommen wir vorbei. Oh ja, schau, wie die sich schön durchdrängen. Arschlöcher. Alter, wer hätte gedacht, dass wir hier noch standhalten können, hey? Oh ja, so. Ja, die also die Mongolen gefallen mir sehr, sehr gut als Ding. Echt? Aber man muss auch sagen, wir haben gut zusammengearbeitet. Immer wenn einer irgendwo ein bisschen Probleme hatte, ist der Rest gleich rüber. Ja, ich muss sagen, ich glaube, am meisten Probleme hatte ich, weil ich versucht hatte, mir die Mauern zu bauen, aber das war nicht so einfach. Ah, jetzt geht's ab, hey. Ab ins Getümmel, würde ich sagen, oder? Ah ja, okay. Schade. Aber wir haben alle Einheiten, die dort standen, kaputt gemacht, bis auf die Trimok. Stimmt, ja. Ja gut, ein paar Weiße rennen noch rum, aber... Stimmt, da stehen noch 1-2 Weiße. Ich dachte, wir hätten jetzt die komplette Armee dort gekillt.
Das war, ja, naja. Ja. Zeitlich. Aber der war schon, schau mal, wie übermächtig der Gegner ist. Und krass. Uff, selbst die Zeitlinie. Gesamtpunkte, ja. Brutal viel. Uff, und ich bin wieder irgendwo ganz verdrommelt damit. Jawohl, militärisch am besten. War der schlechteste? War nicht ganz meine Runde. Ja gut, du wurdest auch ständig angegriffen. Du hast kaum Zeit zu reagieren auf alles. Ja, du musstest immer reagieren. Ja. Aber ich habe die meisten getöteten Einheiten. Ja. Und dafür, du hast die meisten Ameisen vernichtet. Und dafür die... Ah, du musst auch weiterklicken. Alles klar. Sollen wir eine größere Map mit noch einem anderen Gegner mit dazu? Ja, machen wir. Ich hol kurz was zu trinken. Ich bleib die Mongolen. Okay. Ich bleib die Franzosen. Ich bleib nicht die... Schweizer. Achso, der ist gerade weg. Weil mein Team hat sich auch gerade wieder zurückgestellt auf das Heilige Römische Reich. Ja, ja, bei mir auf Chinesen. Wahrscheinlich auf das, was du am meisten spielst. Ich probiere mal die Russ aus. Hast du die schon mal getestet? Kurz, ja, aber nicht lange. Also ich kann dir dazu jetzt nichts Direktes sagen. Also, oder? Na gut, die Gene machen wir nicht alle. Engländer machen wir unterschiedliche. Machen wir halt da noch Römer noch mit dazu. Dann schauen wir mal, was da abgeht. Öffentliche Partie aussehen. Immer welch, bis später, aber bis zum nächsten. Mikey! Danke, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest einen erfolgreichen Slot-Abend noch weiterhin. Wie schaut's denn aus? Bist jetzt auf Platz 2? Das schaue ich gleich mal. Join in den Chat. Oh, join! Leute, Schweizer hat hier einen ausgerufen. Ach nee, aber 3 Millionen hat Mikey schon. Alter. Brutal. Schauen. Ich weiß nicht, ob Panda auch mitmacht. 10 Sekunden hat sie noch. 7. Was denn? Wie Bartel Milliarden bekommen hat. Nee, weiß ich. Nee, hast du nicht mitbekommen, oder Schweizer? Aber hast du vorhin mitbekommen, nee. Wahrscheinlich. Er hat gestern 1 Milliarde gewonnen. Dein Ernst. Und Panda gewinnt. Die kommt das in letzter Sekunde rein und gewinnt auch noch. Ja, klar gewinnt sie. Da ist sie wieder. Schweizer, Mikey und Panda. Na dann, bis später vielleicht, Mikey. Liebe geht raus natürlich. Ja. Schweizer, du musst dein Volk noch wählen, gell? Du bist Franzose. Ach, echt? Oh, scheiße. Danke. Weil die Flaggen sehen fast gleich aus. Ja, jetzt bin ich ready. Jo. Ja, ich suche gerade, aber ich sehe das gar nicht. Sim? Ach doch, da. Kavallerieschule oder... Handelskammer. Einer ist nicht ready, sagt er. Ja, das bin ich. Ah, ne, ich bleib mit deinem Kammer. Ich wollte gucken, was die Franzosen so haben für Zeitaufstieg. Ah. Und? Weil jetzt mitten im Spiel kannst du halt ja wenig erfahren. Ja, da musst das du ist richtig. Schnell agieren. Ja, er Schweizer, was. Schweizer, was können die Russ? Keine Mauern bauen, auf jeden Fall. Nicht? Nein. Scheiße. Und das Problem habe ich nämlich auch mit den Mongolen, dass das. Ist okay, dann die Mauern bauen. Dann, Schreiber, ist das dein großer
Park. Selbst als Vorteilschreiber, als Mongole kann ich so eine Quarry bauen, die automatisch Stein abbaut. Dann kann ich ihm einfach schicken. Ja, kannst du nur eine bauen oder ganz viele? Also ich kann mehrere bauen auf alle Steinvorräte quasi. Nice. Dann mach das beim besten Mal, würde ich sagen. Naja. Oh, Schnee. Ekelhaft. Und wir bauen weit auseinander. Ich baue gleich hier mein Ding. Das Handelszentrum ist hier. Okay. Gut zu wissen. Ich bin der unten. Mit zu eurem Belächelung. Ja, danke. Oh scheiße, wir haben kaum Holz, oder? Ach, eigentlich dürfte es genauso viel Holz sein wie vorher auch. Ja, da muss ich kurz mein Dorfzentrum nochmal umpacken. Wie sieht das alles aus? Ich packe mein Dorfzentrum ein und gehe. Oh. Aber ich brauche auch erstmal Holz, weil das nächste, was ich brauche, ist Holz. Haben die Russ irgendwas mit den Reliquien zu tun oder ist es eher wurscht für die? Nee, für die ist wurscht. Oder? Ich weiß nicht, weil du kannst, dass ich heilige Städte baust, quasi. Boah, ich hab die Russ länger nicht mehr gespielt, um dir jetzt sagen zu können, was sie alles können. Sören. Was, Sören ist da? Hallöchen. Ja. Scheiße. Na, Sören, was machst du, die Uhrzeit? Bist du eigentlich wieder ganz fit oder immer noch? Hilfe? Wie Hilfe? Ja, Hilfe, weil wir ihn so schön begrüßt haben. Arschloch. So. Ach, der mag das. Dann dir man sich extra Mühe. Du bist schon wieder krank oder immer noch? Beides. Immer noch und wieder, meinst du? Genau. Okay. Da kommt ja immer wieder was dazu. Also wirklich. Also zwischen uns ist echt mega viel Platz. Oh ja. Wer ist das in der Mitte noch? Der Schweizer, oder? Schweizer ist in der Mitte, ja. Ja, ich bin in der Mitte. In der Mitte. Problem ist, wir haben echt ein großes offenes Feld hier irgendwo. Also bei mir sind schon mal zwei Reliquien, falls jemand damit was anfangen kann. Ich habe keine Ahnung. Wir haben momentan irgendwie ein bisschen Pech. Magen-Darm eingefangen, oh je. Oh je. Ekelhaft. Wie, Magen oder Darm? Er hat beides scheinbar. Hoffentlich hat er beides. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Sind die Gegner zusammen Reliquie oder gegeneinander? Also zwei schwere Gegner spielen zusammen. Und einer alleine. Ein mittlerer alleine. Hier ist ein Handelspost, also den hast du eh schon gefunden, Schreiber. Der Mittler hat doch keine Chance. Ja, das ist richtig. Dö. Arschloch, oh Schweizer. Wie jetzt? Was jetzt, Sören, entscheide dich. Versteh's auch nicht. Noch eine Reliquie, jetzt habe ich schon vier Reliquien gefunden. Geht es hier durch? Ja. Ich habe auch eine heilige. Ja, einen Gegner gefunden. Ah, das ist nur ein Speer. Noch ein Speer. Wie viele Speer haben die denn eigentlich? Die haben meistens viel zu viele. Ja, die tun uns wenigstens nicht so weh.
Oh, an die Unschweizer. Oh, jetzt geht er ab, hey. Zürin. Sehe ich das gerade richtig? Es gibt nur zwei Wege derzeit zu uns? Einmal meine Seite, einmal Andis Seite? Nee, ich laufe gerade einen ab, der auch noch ein Weg sein könnte. Nö, der ist geschlossen. Ja, es gibt echt nur zwei Seiten. Das ist ja schon mal von Vorteil. Ja, es könnte einfach werden mit Verteidigung. Ah ja, einfach. Oh, Schreie war, sie ist einfach positiv. Arschloch-KI. Da sagt die KI mir gerade was. Okay. Naja, ich muss aufsteigen. Ich kann wirklich keine Dinge bauen, keine Mauern. Ja. Aber Palisaden kann ich bauen. Yay. Ja, wow. Ich habe auch einen Gegner gefunden. Wo? Oh, da. Okay. Da ist ein Zugang. Sobald ich dann aufgestiegen bin, Schweizer, kannst du mir dann ein bisschen Stein schicken? Ja, ich bin... Also meine Quarry ist schon dran. Danke. Gerne. Die Frage ist, rentiert sich's für mich dann überhaupt, Stein abzubauen? Kannst du nur Burg bauen? Keine Ahnung. Wie auf deinem... Jetzt da einen Bergfried kann ich bauen. Ist das eine Burg? Dafür würde sich das dann lohnen als Verteidigungsstellung. Gut, mehr Wege gibt's nicht. Ich hole meinen Speer mal zurück. Das heißt, wir haben ein riesen Waldgebiet in der Mitte. Jo. Das ist gut. Es geht aber drei Wege, um genau zu sein, gell? Ja, sehe ich auch gerade. So, mein Marktplatz steht hier. Ich, bis der mal fertig gebaut hat, das Arschloch. Was bringt denn insgesamt als gesamte Prämien? Stufe 1, Dorf und Nahrungs auf der Jagd erhält die Russ eine Goldprämie. Für jedes getötete Tier erreichen die Prämien bestimmte Höhe. Wenn sie im Wisch auf die Boni gewährt. Na super. Oh, da ist noch ein Weg bei mir. Und noch eine... Lol, und eine heilige Stätte bei mir. Na toll. Schon wieder ein Relikt. So, Oder Reliquie, je nachdem. Hier dann nur Andi. Und Andi, das merke ich mir, Arschloch. Wie jetzt? Was habe ich gesagt? Ich habe schon wieder vergessen, jetzt, was ich gesagt habe. Wie jetzt nur Andi? Das merke ich mir, du Arschloch, Sören, Arschlochkind. Was? Okay. Wie sichere ich uns jetzt am besten ab? Oh nein, bei mir ist der andere Gegner. Ein anderer Gegner gefunden. Ja. Schweizer, kannst du mir bitte mal so circa 300 Gold schicken? Ach, Gold, Stein? Stein, ja. Ach nee, ich muss. Oh fuck, ich muss. Warte schnell. Erstmal vorantreten. Im Zeitalter. Dafür brauchst du Stein. Gib Gas. Nein, ich kann dir nichts schicken, solange ich nicht im zweiten Zeitalter bin. Wow, okay. Ja, ich baue gerade, ich bin dran. Ich kann dir so viel sagen, es wird immer weniger, weil ich habe ein paar Bauern an Stein dran. Ja, es ist okay, habe ich gerade gesehen, dass ich nur eine Quarry bauen. Die macht 100 Steine. Das heißt, wenn wir mehr Schnelle brauchen, dann muss ich sowieso auch selber abbauen. Gut, dann setze ich generell ein paar Bauern immer an Stein ran. Ja, aber ich kann auf jeden Fall gleich alles schicken, was ich habe, sobald die fertig sind, die Zipfis.
Начну трудиться. Приготовляйтесь все. Добуду мясо. Oh, Cyril, wachst, Güllelein wach für mich. Wie du schon anbietest. Um mal schlafen zu gehen. Gute Nacht, Schweizer, sag ich Gülle für dich. Achso, ja, mach das mal. Gute Nacht, Sören, und gute Besserung dir. Ja, gute Besserung. Also, hier ist mein Marktplatz übrigens. Check, danke, wo, dass du das sagst. Wo ist deiner? Gelb. Wer ist gelb? Schweizer, du bist gelb, oder? Bin ich in der Mitte bei dir? Nee, dann bist du blau. Ah. Henker, bist du gelb? Ja. Wo hast du deinen Marktplatz? Ich zeig's dir, ist unten übersehbar. Ach da. Weil es auch gleich das Gebäude ist zum Aufsteigen. Für dich. Das ist mein Marktplatz. Der ist für mich nicht relevant. Du bist auch ein Elefant. Was? Gib dir gleich Elefant. Ja. Ach nö. Okay. What the fuck, jetzt schon? Okay. Nee, das war nur ein Speer, der Langeweile hatte. Scheiße. Boah, die greifen sich schon an, dein Ernst. Ja, zieh mal deine Einheit zurück. Ich hab das nicht gesehen. Also deine Bauern. Okay. Wieder voll am Arsch. Ich hab einfach null, ich hab nichts. Auch nichts. Ja, beide gleich. Super Sache. Ja, das ist kacke. Entschuldigung. Da war ich nicht schnell genug mit Bauern. Schicken, Schweizer? Nee, ich baue gerade erst. Ich schicke gerade meine Erste. Und der dritte kommt auch gleich. Ach komm. Scheiße, Wand an. Warum alle drei Klauen schicken? Kämpfen gegeneinander. Ja. Ja, jetzt greifen sie sich gegenseitig an, oder? Nee. Er geht mir zurück. Zu mir kommen sie jetzt auch. Schweizer, kannst du mir 300 Steine schicken? Ach, super. Unten sind sie auch durchgebrochen. Ich schickte, ich hab 200 geschickt, ich konnte gerade nicht mehr schicken, weil. Ja, das bringt mir leider einen Steuern. Also dann baue ich nämlich ein Dorfzentrum.
bin. Okay, ich kann nicht mal Steine von alleine abbauen. Ich muss jetzt das Quarry bauen, die halt. Oh, das bringt man nicht viel. Ja, das kannst vergessen. Also ich. Ja, aber warum wir auch alle drei dich jetzt angreifen, verstehe ich nicht. Ich denke, die sind Gegner eingestellt. Und wieder, wieder auf mich. Ach toll, die sind auch alle down hier. Ah, jetzt hat auch meine Hände angegriffen. Scheiße. Hat jemand 100 Steine, weil ich kann nicht mein Dorfzentrum bauen. Kriegst du? Geschickt. Boah. Ah, sind die Hunde schon da? LOL, 5. 13 Dorfbewohner von ursprünglich 50 sind noch übrig. Junge, nervt nicht rum, ey. Och Gott, okay, sind alle da. Wo sind bei dir alle? Da. Ich schicke ein paar Archer zu dir. Jo. Ich habe kaum Einheiten, ist mein Problem. Ja, alle down. Von den Gegnern oder von dir? Von mir. Leider. Soll er in Wahrheit Fahrzeichen angreifen?
Geiler Start, sag ich. Die Lilanen metzeln mich komplett weg, hey. Ja. Und die Lilanen sind nur mittelschwere Gegner. Aber scheiß auf. Und das Lager habe ich schon aufgegeben. Was denn? Alter. Da schnell. Junge, geht hier mir auf die Nerven. Was denn? Ich dachte, die brechen gleich durch meine Mauer durch. Ich bin gespannt, ob ich jetzt in der wieder zurück in die Ursprungszeit zurückfalle, wenn die jetzt mein Wahrzeichen da. Also Ding haben sie jetzt schon eh zerstört. Archer befickt euren fetten Arsch. Das ist ein Archer? Bogenschützen. Ah. Na scheiße, die kommen schon mit anderem Zeug an. Verdammte Axt. Opfer Dummy. War vielleicht nächste Runde. Einer von euch Gelehrte oder sowas? Nein. Nö. Ich hab gar nichts bis jetzt. Ich baue jetzt erst wieder auf. Ich frage, um meine Einheiten dann heilen zu können, deswegen frag dich. Ich weiß ja, wo ist denn dein Handelsplatz? Ich check's eigentlich, ich sehe es nicht. Was? Ah, geil. Jo. Der nice aus. Ja, das war so ein Zeichen zum Weitersteigen. Hab ich ja das genommen. Cool. Scheiße, meine Reiter sind im Arsch. Hier rum. Ach doch, ist fertig. Schreiber, hier stehen ganz viele Dorfbewohner rum, die nichts tun. Nur 7 Stück ist mir auch gerade
nicht gerade ganz vom Belang. Wo stehen die denn noch so, meine Steine? Geht daran. Beziehungsweise nein. Ihr kommt hier hin. Ach, die sind auf meiner Mauer. Hat irgendwer Einheiten, die er zu mir schicken kann? Welche Mauer? Ich hab nur eine. Oh, ach, die grüne. Ja gut, ich komme mit dem, was ich hab. Achso, diese mit dem Ding. Ah, ja, warte. Ja, deswegen kann ich sie gar nicht mehr verteidigen. Die sind drauf und ich komme nicht mehr weiter. So, ich habe eine Einheit. Ja, meine Burg wird auch nicht fertig. Und mit 34 Mann. Oh, die nächsten Belagerungstürme sind da. Wir haben einen einzelnen geschlachtet hier. Na, ein einziger Schlag und sind tot. Die Einheiten sind einfach zu schwach dafür. Ja, die Mauer kannst du offiziell als gefallen ansehen. Ja. Ja, schlachtet sie noch mehr Arschlöcher. Die gesamte Einheit ist tot, das wird überraschen. Jupp, und da ist die Borg gefallen. Ach, die Mauer. Bin durchgekommen. Ich habe keinerlei Einheiten mehr.
Ja, ich baue, aber es kommt nicht nach. Ja, das sehen wir auch nicht. Ja doch, ich habe da noch ein paar Pferde zu stehen. Ja, jetzt reißen sie auch die Burg ein, jetzt ist Feierabend. Die Burg war die letzte Verteidigungslinie, die bauen wollte. Aus der Schweiz zaubert jetzt plötzlich noch eine Armee von 3 Millionen Mann aus dem... Ich glaube, das wird schwer. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen. Medi loben, was? Wieso? Was hat er gemacht? Sven? Medi loben meinst du so? Kann auch loben. Oder Medi mit Doppel-L. Dann kommst du zu deinem Ziel. Das war nix. Also von meiner Seite könnt ihr aufgehen, jetzt bricht nichts mehr. Nix da. Doch, hast du noch was, Schweizer? Ja, ich bin gerade am Bauen. Armee. Ich komme nicht nach, also da habe ich zu wenig Nahrung. Ja, das ist bei mir auch das Hauptproblem. Keine Chancen, jetzt kommt eine fette Armee. Nein, vergiss es. Das kannst du komplett vergessen. Ja, jetzt sind sie bei uns auch drin. Also. Ja, vergiss es. Nee, selbst mit G wird glaube ich nichts mehr. Die sind ja eh schon bei uns im Lager jetzt drinnen. Alle meine Dorfbewohner sind tot, vergiss es. Ich greife mit meinen Dorfbewohnern jetzt an. Ich auch indirekt, weil ich sie alle ins Dorfzentrum schicke. Nix. Es wird frontal angegriffen. Gut, die Dorfbewohner sind noch leben, ja. Wow, gegen die Tribocke sind die gar nicht schlecht. Oha, nicht so schlecht. Auf. Komm, wir jagen die jetzt mit den Einwohnern. Wie er Angst hat. Wo hauen sie denn ab hin? Stellt euch, ihr Miesen. Oh shit, okay. Okay, wir verlieren alle. Ich greife mit den Dorfbewohnern jetzt die Tribok hier hinten an. Ah, da keine Chance mehr. Oh, fuck. Ja, das wird ein schneller Kampf. Das eine zerstöre ich noch. Das ist das Letzte, was ich tue. Es wird auch das Letzte sein, was ich tue. Aber ich krieg's kaputt. Jetzt! Yes, geschafft! Upp, jetzt geht mein Dorfzentrum mit. Thank you.
Ja gut, Leute. Lass uns kurz in die Runde. Ja, probieren das lieber nochmal neu. Glück, sag ich mal. Boah, das war ja echt, also das war mal richtig fies. Ja, dadurch, dass du nicht wollen konntest, ordentlich mit deinem Volk. Ich konnte gar nichts machen. Okay, ich hab's falsch gemacht, sorry. Vielleicht nicht so viele Gegner. Wie mehr? Alle. Jetzt mal die Engländer, die war ich noch nie. So, jetzt bin ich in der Mitte. Zwei dumme Gedanken. Mittlere oder schwer? Auf Schweizer Seite natürlich sehr schwer und ansonsten egal. Probieren wir es einfach mal so. Die Karte lassen wir die genau identisch, oder? Nee, ich mach keinen Winter. Winter will ich nicht. Machen wir asiatisch. Asiatisch machen wir. Also komplett asiatisch. Nicht, dass Panda gleich vorbeikommt und uns gleich den ganzen Bambus wegfuttert. Oh, apropos Panda, den müssen wir eh füttern. So. Ach, der ist dick genug. Nein, das ist noch ein Baby-Panda, der braucht viel. Aber der nix Süßes. Doch. Das ist Erdbeerkäse. Und, wie hieß das noch? Ich glaube aber nicht, dass da noch Käse drin ist, ich glaube, Schweizer hätte dann alles geklaut. Ja, Schweizer hat uns eh die Haare vom... Die Haare vom Kopf gefressen, als er hier war. Ja. Vor allem der Sushi da. Ja, echt, hey. Oh, der ist aber so geil. War echt mega nice. Vor allem zu dem Preis, wenn du das vergleichst. Ja. Ja, ja. Das ist, ich bin schon wieder außen. Aha. Was heißt schon wieder? So warst du gerade eben schon. Ja, zu mir, meine Schäfchen. Ich brauch Holz, ich hab kein Holz. Wie, du hast kein Holz? Du laberst. Ja, aber labert immer. Aber den Laberer war aber. Ich lass mich labern, du Labersack. Labersack, sagt er zu mir. Der Sack. Riende. Also ich habe was Interessantes. Outroid, das hat ein Update. Also auf dem Bild mir steht jetzt Outroid, das New Horizon. Was? Echt? Kenn ich gar nicht. Kennst du das schon? Hast du darüber gelesen? Gar nichts drüber gelesen. Wer ist denn unten? Ich. Okay. Also entweder habe ich nicht die Franzosen ausgewählt oder wir haben hier keinen Handelsposten. Du siehst ja über deine Dingens. Doch, ich sehe den Handelsposten. Uff. Der ist hier. Oh, wow. Dein Ernst. Ja. Okay. Deswegen, ich habe schon verzweifelt gesucht.
Ridende. Ridende. Nee, falsch da. Yes, sir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Asti Rende. Yeah. Yeah, Rende. Ridende. Yes, sir. Was? Ja, okay. So, ich hab die Gegner entdeckt. Speer. Nicht andersrum? Der Gegner dich? Ja, also so meinetwegen. Das heißt, ist ja gut, wenn ihr dann bald mal eine Mauer bei mir baut. Niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu bauen. Echt? Doch, doch. Heute schon. Warte, wie stehst du zu Schafen? Brauchst du die? Ich Schafe sind bei den Mogulen. Genau. Sind ja auch Mogulen Haupteinnahmequellen. Wir können ja keine Felder so machen wie im normalen Spiel. Aber es ist eine gute Info, Deadman, da kann man dann gleich mal nachgucken. Aber ich wüsste nichts von einem DLC oder sowas. Jetzt nichts mitbekommen. Du auch nicht, oder, Scheiber? Nö. Aber ich bin auch nicht permanent drauf, bin ich ehrlich. Nee, nicht drauf, sondern ich schaue halt immer, was für Updates und so weiter es gibt. Nee, das Spiel ist ja schon deinstalliert. Ja, das habe ich auch vor kurzem erst deinstalliert. Aber es ist wirklich erst vor kurzem gewesen. Denn leider so viel Platz habe ich nicht. Ich habe eine heilige Stätte gefunden hier hinten zwischen Schweiz und mir. Wunderbar. Oh, geil. So, noch 20 Nahrung, dann kann ich anfangen aufzusteigen. Okay, ich korrigiere. Auf. Keine Nahrung mehr. Du hast keine mehr, oder wie? Nein, ich brauche keine Nahrung mehr, um aufzusteigen. Ah, ich verstehe. Handelsposten entsteht hier. Meiner ganz links oben in der Ecke bei diesem heiligen Dingens. Ich fange dann auch gleich an zu bauen. Beziehungsweise, ja, ich könnte es versuchen anzufangen, ich habe aber nicht genug Stein. So, bin aufgestiegen. Ja, nice. Ich hab noch eine heilige Stätte gefunden. Yes, sir. Yeah, yeah. Good leech. Okay, er hat es auch schon geschafft. Hestes. Working day.
Gende und Tien. Yaru. Und Tien Day. Lock. Das Schaf einfach eins auf die Nuss. So, Schweizer, die Mauer musst du denn aber verteidigen, ne? Die ich jetzt bei dir hinstelle. Ja, ich weiß, wo du sie hinstellst. Warum will er die nicht stellen? Er sagt mir, ich kann diese nicht bauen, aber ich weiß nicht warum. Weil das ein Arschlochspiel ist. Rage Quit. Sofort. Ah, deswegen wahrscheinlich. Hier entsteht deine Mauer. Alles klar. Dann baue ich gleich, wenn ich aufgestiegen bin, meine Leute. Es war kacke, dass ich dein Gold da nicht hinkriege, aber so kann ich beide Wege. Ja, ja, kann ich abholen. Ich habe hier noch Gold hier. Arrow kann sich ja, glaube ich, selber einwollen, ne? Ich kann selber wollen, ja. Okay. Schreiber, willst du deinen Speer auch wieder unterwegs schicken, damit wir ein bisschen mehr auskundschaften die Ländereien hier? Wo steht denn der gerade? Achso, ja. Da steht er. Ich dachte, ich hätte ihn noch unterwegs. Hä? Frag mich, was die Null hier bedeutet. Das ist eine Null. Achso, hier. Achso, das ist ein Null, das war es eigentlich, glaube ich, oder? Wenn die Straßwüste. Was denn deine Dorfbewohner bei mir, Schreiber? Die laufen zu Schweizer durch. So, und bauen eine Mauer, die Wall oder? Zu ziehen. Scheiße. Irgendwer muss es ja machen, wenn es keiner macht. Oh, bei dem Stein bleibe ich. 666. Hat jemand von euch schon einen Marktplatz? Nein. Ja. Jetzt, wo du sagst, baue ich mir einen. Jetzt, wo du sagst, mache ich das halt mal. Was? Ach, okay. Bea? Ja. Was ist das? Marktplatz wird hier. Was klingelt da? Wieso klingelt das? Oh oh. Was ist das? Oh, du wirst angegriffen, Schreiber. Fuck. Zwei Langbogenschützen kann ich mir leisten. Das eins können wir nicht leisten. Ich habe gerade angefangen, meine meine Schießstände zu bauen. Was für ein Assi. Drei Langbogenschützen, die ich dir schicken kann. Holzschweiter zu, ha. Hastus commende on her.
Tor! So, Schweizer, ab jetzt musst du dich um deine Burg, die Mauer selber kümmern. Ja, ich bin am Ausbilden. Mir fehlt noch gerade Holz und es geht schon los, dein Ernst. Alter. Wo steht der Markt jetzt nochmal, Arrow? Ganz links oben in der Ecke. Ach, da oben. Und deiner? Achso, ich hab nicht genug Holz. Wo steht deiner? Perfekt. Ich hab gar nichts. Brauchst du nur auf mein erstes Wahrzeichen suchen? Keine Ahnung, wie das geht. Das siehst du auf der Karte, dass dort so eine Art Turm steht. Das sind immer die Wahrzeichen. Okay. Okay. Leute, dann werden wir die ganze Zeit. Achso, weil ein. Achso. Sollst du nicht angreifen? Gut, wir haben jetzt alle drei Gegner. Zieh mein Speer zurück. Kannst du jetzt bitte mal die Mauer bauen? Das wäre zu freundlich. Aber macht wieder eine FIFA-Wall? Nee, doch nicht. Das sah gerade nur so aus. Ach du Kacke. Okay, meine langen Bogenschützen sind schon down. Oh, ich kann nur einen einzigen bauen, ich habe kein Holz. Ich kein Holz, warum ich kein Holz, verdammt. Ja, das Problem kenne ich gerade. Ich bin so blöd, ich habe ein Bergarbeiterlager anstatt Holzdingens hingebaut. So doof bin ich, wie kann man so doof sein? Wimmelt denn der die ganze Zeit? Ich schieß nicht. Oh nein, mein Dingens wird angegriffen. Habt ihr was? Nicht wirklich was. Dann was wird angegriffen? Angegriffen hier. Ah geil, meine Dorfbewohner sind Bogenschützen. Gleichzeitig. Gut, das ist nicht übel. Oh, die sind irgendwo durchgekommen, die Grünen. Wo ist bei dir unten wo? Ich weiß nicht, wo die durch sind. Beziehungsweise, du musst auch bedenken, dass die noch hinten durchgekommen sein können. Bis jetzt die letzte Mauer gestanden hat. Ich habe gerade erst die letzte Mauer gewitzt. Okay. Ich zieh die zurück. Da gibt's einen Durchgang. Bau den Durchgang zu. Oh, Glück gehabt. Hestes Commende. Yarway, each will pay itself a day. Hestes Commende.
Eorth Delenda, Kuthleach. What's their faith, eh? What's their faith, eh? And you work it. Yes, sir? Where's the what's their faith, eh? Eat your work it. You're out to work. That's Shule Bayot inbred. Yes, sir. West to Hala. Gib mir permanent Holz. Oh ja, hier ist offen. Wo ist hier? Oh, ja. Fuck. Ja, die Stellung musst du mal kurz versuchen zu erhalten, ne, Schweizer? Ja, ja, es ist noch ruhig. So viele sind es auch noch nicht. Eieieiei. Also mir hat das gerade geabt und ich habe das auch am Anfang nicht gewusst. Wie, du hast am Anfang nicht gewusst. Meinst du mit Deadman? Daddy Boy. Och, mir gehen schon wieder meine Holzarbeiter an Arsch. Kann mir jemand Holz schicken? Negativ, hab 98. Wie brauchst du? Viel. Du musst ein paar Arscher bauen. Ist auf dem Weg. Danke. So, ich schick dir nochmal Mauerbauern hoch. Jo. Um da jetzt komplett den dicht zu machen. Aber am besten hier. Ja, da wird's auch gebaut. Es waren kleine Stücke weit dahinter, aber da wird sie gebaut. Ja, Hauptsache irgendwas, weil da war's echt noch offen. Dann bräuchte ich aber auch gleich nochmal Stein von dir, ne? Hey, Julia, kann ich dir schicken. Mir fehlt schon wieder Nahrung. Jese. Wollte ich den Stein schon mal schicken? Ja, bitte. Was willst du haben? 300 so in etwa wäre schlecht. Alles klar, habt ihr 1000 geschickt. Ja gut. Hätte ich doch mal das Doppelte gesagt. Oh fuck, da kommen Elefanten. Was? Wo? Ja. Nochmal, wo war das? Hier. Das, okay, der wollte die Reliquie haben. Rein nicht so. So, jetzt kann ich mich wieder auf mein eigentliches Geschäft konzentrieren. Hoffe ich zumindest. Strelbora,
Oh, da kommen ganz schön viele Elefanten. 6 Stück. Ja, da brauchen wir Belagerungseinheiten. Oh, fuck it, ja. Kann noch keine bauen. Bauen Burgfried. Das bringt mich weit. Dann kann ich aufsteigen und dann kann ich hier bauen. Oh fuck, kein Holz! Ich kann dir ein bisschen schicken. Von der anderen Seite. 300 Holz habe ich dir schicken können jetzt. Danke. So konnte ich die Türme da oben retten. 1500 von mir. Na gut, das war jetzt übertrieben, aber trotzdem danke. Ja, hab's doch, was. Ja, ich werde das nicht halten können. Ja, ich hab. Ich bin gerade im Überlegen. Ich gerade in den Buch zieht. Stell deine Einheiten auf die Burg, Schweizer. Die hinteren feuern nicht. Also nur die Bogenschützen natürlich. Die anderen bringen natürlich nichts. Egal, sie ziehen sich zurück. Mehr oder weniger. Meine Langbogenschützen auch mal auf die Mauer drauf. So, gleich kann ich euch tatkräftig unterstützen. Die werden geheilt von den Heilern da. Ich versuche die Heiler kaputt zu machen. Okay, die Heiler sind kaputt. Schick meine Bauern rüber, um die anderen Türme. Nee, der eine Turm ist Rift. Ich baue den Turm gleich wieder neu auf. Die kommen auch an der anderen Mauer. Bei mir direkt. Wo ist das? Ach, da. Scheiße. So, ich brauch Gold, 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 Gold. Gold und Holz brauche ich jetzt. Okay, an meiner Mauer ziehen sie sich erstmal wieder zurück. Okay, Schweiz, auf Schweizers Ding stehen jetzt ein paar Schützen noch von mir, ein paar Bogenschützen. Dient als Bärfied mit samt dessen Effekt. So, du kommst hier hin. Den baue ich hier, den Wingard-Palast, nämlich als Militärwahrzeichen. Sobald mir fehlen noch 200 Essen. Hat einer von euch einen Gelehrt zufällig gerade hier vorne an Schweizers Front? Nee, ne? Negativ. Gut, jetzt ist meine Mauer und Priorität. Da kommen sie jetzt nämlich an. Und heilige Städte, eine, wo ist denn die? Ach, da oben in der Mitte. Die ist wurscht. What needeth Beondun?
So, Belagerungswerkstatt kann ich auch bauen. Baue ich direkt. Ja, hat ihr mal. Arrow, hast du noch ein paar Einheiten hier über? Ich schicke gerade, was ich habe. Weil die werden da echt gerade lästig. Viel habe ich nicht, muss ich gleich sagen. Kommen gerade mal 6 Langbogenschützen, aber. Scheiße, na, da habe ich nichts. Schweizer, hast du was? Nicht viel. Kaum. Das Problem ist, die Tribok hier, die machen meine Ding kaputt. Meine Einheiten. Gut, meine Mauer ist safe. Kannst dich wieder auf Schweizer konzentrieren. Alles gut, bei uns ist gerade abgezogen. Für den Moment. Ich brauche wirklich einen Gelehrten. Ich muss schauen, dass ich Kloster oder irgendwas baue. Komm wieder. Dich brauche ich jetzt so. Oh nein, Armee, Gold. Jemand Gold zu viel übrig? Wie viel brauchst du? Von der Theorie her nicht, aber ich kann trotzdem was. Ich gebe den Tausender. Ja, dann kann ich nämlich, ein paar, Mönche bauen. Danke. Ja, die Jungs. Ach komm, Mauer, halt, kommen sie wieder? Ja. Bei dir, Schweizer? Ja, auf der anderen Seite. Wo ist die andere Seite? So, okay. Mauer fällt gleich. Schicke Einheit, Ritter. Ja, Mauer ist durch. Warte kurz. Schick meine Bauern gleich zu dir hoch. Lass mich noch kurz was fertig bauen, dann kommen sie hoch. Die Bauern müssen eigentlich mittlerweile so schnell sein mit Bauern hochziehen, weil das sind meine Mauerbauern. Ja, der Angriff ist zumindest mal abgewendet. Los, wird fertig. Sie sind auf weg. Nicht da lang. So. Okay, jetzt wird bei mir angegriffen. Voll. Ja, vor meiner Tür stehen auch schon wieder welche. Bloß dieses Mal werde ich sie dann begrüßen. What
Okay, die Mauer ist gebrochen. Welche Mauer? Das ist wurscht, ich zieh sie wieder auf. Ah, die kommen, ziehen nach, aber es ist wurscht. Hey, wieso kann ich die Mauer nicht nachsetzen? Muss ich die ganze Mauer vorher reparieren, bevor ich das nachsetzen kann? Nein, jetzt bräuchte ich mal doch eure Unterstützung kurz, bitte. Da war ich natürlich jetzt nicht drauf vorbereitet. Auf dem Weg. Bald wird es abgewendet haben, werde ich versuchen, meine Seite zu durchführen. Okay, meine Seite ist, meine Einheiten sind down. Hälfte des Weges ist rum zu dir. Meine kommen jetzt rein. Danke. Alles klar, erstmal safe. Okay. Sorry. Bei dir oben? Ja, aber Schweizer oben ist auch Party. Ich lasse meinen Einheit mal kurz hier stehen und komme dann zu dir hoch, sobald ich die Mauer wieder aufgebaut habe. Ich glaube, die Mauer bei Schweizer wird fallen. Meine Einheiten laufen gleich durch zu Schweizer. Meine sind auch im Weg, aber es eins, was ich nicht verstehe, ist, warum ich bei Schweizer da unten die Mauer nicht wieder aufbauen kann. Du kannst seine Mauern reparieren? Nein, meine kann ich nicht wieder aufbauen. So. Die ich bei Schweizer eigentlich hingestellt hatte. Vielleicht bist du zu weit weg oder so, keine Ahnung. Nee, die Bauern stehen ja direkt da. Ich hab's ja vorher schon setzen können. Ich setze eine Mauer dahinter, fertig ist. Wie sieht's bei dir aus, Schweizer? Die hast du ja wieder befriedet. Ja, das ist ruhig krass. Seht ihr irgendwo eine Reliquie, die ich mitnehmen kann? Jetzt habe ich so viele Dinger gebaut. Ich kann eins hier Reliquie. Deine Mauer ist gefallen. Oh. Shit. Gut zu wissen. Dann. Schauen wir mal darüber. Ja. Und sie kommt zu mir durch. Sie ist schon, aber ich. Die wollen zu mir! Die nehmen den Weg zum und dir zu mir. Ah, sie kommt zurück. Los, kommt, bewegt euch. Wie einfach die ganzen Bogenschützen kaum was ausmachen können, das ist einfach schon krass. Komm hierher, Apfel. Oh, nächster Angriff.
Scheiße, die haben den ganzen Dorfbewohner kaputt gemacht. Nee, das macht aber zu viel Druck. Der Angriff ist abgewendet. Okay. Wie schaut's bei euch aus? Gerade alles okay? Jein, ich hab sogar gerade Truppen verloren. Okay, ich mach gerade Truppen von ihm kaputt. Also er hatte gerade herbe Verluste erlitten. Nicht sein, dass immer noch Gold bei mir Mangelware ist. So, jetzt zieht euch mal zurück. Wie viel Gold brauchst du? Ja. Eigentlich. Ja, es kommt schon Gold rein, aber das ist das, was bei mir am allerschwächsten ist. Mit Abstand halt. Direkt vor meinen verdammten Augen steht so eine scheiß Reliquie. Ich hab sie nicht gesehen, per Zufall. Der Schreiber. Oh, bei dir stehen sie vor der Tür, gell? Ich sehe es gerade. Die lasse ich da mal stehen, dann kann ich mit denen mal rüber. Es geht eh bei dir. Ist schon wieder erledigt. Ja, meine Kanönchen sollte man nicht unterschätzen. Oh oh. Bauern verzieht euch. Wer braucht gerade Hilfe? Ich glaube eher Schweizer um. Gott, ja. Ich gehe mal mit dem rein, was ich habe.
Ich brauch ne Uni. Gut, bei mir wollen sie auch gerade durch. Das ist blöd. Ja. Okay, ich schreibe, ich komme mal zu dir rüber mit ein paar Einheiten. Das Schlimmste ist schon abgewendet. Komm, wir greifen mal an. Jo. Ah, das sind lauter Dorfbewohner von denen. Nicht mehr lang. Ja, überlass mir das Gebäude. Ah, ich hab schon gesehen. Hier mal dein die Dorfbewohner auf, ha? Letzten davon. Meine sind auf Angriffskurs, also die greifen alles an, was sie sehen. Da kommt Ritter. Pferde. Ja, die interessieren sich gar nicht für meine. Ja, aber für meine. Ja. Okay, ziehen sich wieder zurück. Rückzug. Oder auch nicht. Kaputt. Das war, das war der erste Spaß. Er zieht dich zurück, ich übernehme den Burg. Wenn meine Kanone sich endlich mal entscheiden können, wie sie fahren wollen. Okay, können weiter. Oh, die wollen schon wieder unten durch. Uff, da legen sich aber. Auf die Armee haben wir keine Chance. Die Triborg hier, du musst die Triborg hier kaputt machen, Rest. Ah, okay, sie kommen. Die Böcke sind am Arsch. Rückzug. Du schießt. Okay, meine Einheit ist down. Granaten zünden, Sprenkel in die Luft. Oh, wow. Schau mal da hinten, was da hinten ist. Das sind lauter Gelehrte. Komm mit. Die schneiden uns den Weg ab. Ich ziehe erstmal meine Einheiten komplett zurück. Ja, immer hier hin, danke. So, ich hab mir doch eine Uni gebaut gehabt, ne? Ja. Schweizer, bei dir wird die Mauer. Schon wieder. Ja. Oh ja. Von denen, die wir.
Oh. Ich kümmere mich nicht. So, ihr drei, ihr kommt hier. Gut, ich brauche davon noch welchen. Hä? Ach du heilige Angst. Oh, die Mauer ist durch bei mir. Aber ja, meinetwegen. Ja, ein bisschen semi-optimal. So, reparier bitte hier einmal. Dankeschön. Noch was reparieren? Nein. Ich habe keinen Stein, merke ich gerade. Kontraproduktiv. Was, Stein? Bei dir gibt es einen Haufen Stein, oder kannst du ihn nicht abbauen? Stein ist gerade nicht von Priorität, deswegen. Aber ich schicke die beiden mal, oder die drei, die ich hier habe, mal daran. Gebaut? Nope, nope, nope. Gut. Ich werde dann gleich wieder mal einen kleinen Vorstoß wagen. Sehe gerade, da ist noch einer nicht repariert. So, ich überlege gerade, wo sind ein gegnerneutralisiert heilige Städte? Ja, das ist. Oh, wir müssen Weltwunder zerstören. Schweizer Seite. Ja. Wir haben noch kurz Zeit, das geht sich noch aus. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ja, ist gut, danke. Achso, du bist schon dran? Ich, ja, hab mich genervt, also bin ich jetzt reingegangen. Wer hat was nicht gemerkt? Nee, genervt. Genervt? Was? Genervt? Aber wie sieht das Weltwunder aus? Das siehst du auf der Karte, das große Dingens. Hier. Das hier, oder? Ja, ist ganz schnell kaputt. Also da braucht ihr keine Gedanken, Mann. Da kann man einfach mal so kurz ein paar Einheiten reinjagen, das geht schnell. Habt ihr eigentlich Reliquien abgeholt? Negativ. Kann nicht sein, dass auf unseren Gebieten so wenig Reliquien liegen.
Schweizer, bei dir ist die Mauer hier kaputt, ja, das weißt du. Ja, ich weiß, ich weiß. Da laufen die ganzen Leute rein und raus. Achso, easy, hast schon kaputt gemacht. Nice. Ich habe zwar meine ganze Armee verloren, aber es hat sich gelohnt. Nicht so schlimm, dafür macht meiner hier gerade nicht mehr allzu lang. Schade, dass es nur maximal 200 Einheiten gibt, finde ich. Jetzt zu dem Zeitpunkt könnte man auf 1000 bauen. Wobei ich sagen muss, bei mir hat mir das Spiel schon Lex bei 200 Einheiten. Da muss halt die Grafik zum Not runterschrauben. Gut, meine hat aufgegeben. Echt? Ach, lol. Oh, du kriegst da Besuch von der grünen Einheit. Du kriegst doch an, du hast aufgegeben. Das war unfair. Was? 10 Kanonen gegen einen. Oh nein, wir gehen wieder zurück. Rückzug. Ich repariere meine Armee und dann komme ich gleich nach. Nee, alles gut, das war nur gerade. Zwei laufen vor, alle laufen nach und dann. Ich dachte, so geht das immer. die Einheiten. Und dann kam auf einmal 20 Stück vor und dann habe ich zurückgezogen, weil meine Triboke sind noch nicht so weit. Jetzt geht's ab. Wen? Für den PC. Wieso? Naja, wenn wir jetzt mit unseren ganzen Einheiten angreifen
auf einen einzigen. Der ist sofort platt. Oh. Ich habe leider jetzt erst gecheckt, dass ich noch keine Bibliothek hatte und somit meine Einheit noch nicht mal aufgerüstet hat. Jetzt kommt es erst, jetzt schießen auf einmal mit Feuer. Das sieht ziemlich geil aus übrigens, grafisch. Achso, was sagst du eigentlich? Wie viel Gold hast du jetzt schon wieder gesammelt? 2300 nehme ich mit. An den Stein. Ups. Gut, ich habe jetzt genug Stein. Wer lacht denn da so dreckig? Das ist ja geil. So, wie sieht es aus? Du brauchst noch zwei Kaninchen, du brauchst gar nichts mehr. Gut. Die sind auch geil, die Waffen hier. Gut, ich glaube, das sollte reichen. Tünn. Der hat schon wieder eine Welt runtergebaut, die Sau. Lassen doch, Mensch. Der lernt nicht. Wenn er Spaß dran hat, lassen doch. Bist du so ein Spaßverderber, Mensch? Ich lassen ja. Bloß ich find's lustig, dass er nicht draus lernt. Ich gehe mal da drüben besuchen. Braucht zwar eine Weile mit meinem Kanönchen. Aber du packst es ja, denke ich, mal in der Mitte, oder? Ja, ja. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da schon wieder ein Haufen Armeen waren. Das ist ja geil, die Langbogenschützen von mir. Was spiel ich? Ach, ich spiele gerade die Engländer. Die können sogar ein Lager bauen und während sie schießen, sich selbst heilen. Das ist ganz cool, sogar. Ja, die Kanone wird gleich fallen. Nicht nur die. Geht auch nicht. Zwei Belagerungseinheiten Armee treffen aufeinander. Oha, was geht jetzt ab? Wo meinst du? Okay, ich glaube, die Einheit ist fertig. Hier treffen sie gerade aufeinander. Die eine Einheit ist down. So, ich rücke weiter vor. Hey, die geben jetzt Gas. Ein paar Kanönchen gebaut, kann das sein, Schreiber? Nein. Das sind alles Pferde. Oh, süß. Die klappern zwar ein bisschen,
Süß. Holz, mir fehlt tatsächlich am Holz. Wie kann denn das sein? Da sind 28 Arbeiter dran. Okay, 43 am Gold, da sollte ich vielleicht mal ein paar abbestellen. Ups. Ich glaube, ich hätte da nicht anklopfen sollen. Ich habe zu stark an der Mauer geklopft. Oh, da musst du aufpassen. Die wird schnell brüchig. Die ist sehr brüchig. Das sage ich auch mal beim Grün wieder Hallo. Warte, bei dir ist alles gut, oder? Ja, du stellst ja, nur dafür eine geile Armee auf. Gefällt mir. Ja, ich komme jetzt auch gleich nach. Tschüss. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er nicht lernt. Kommen wir doch mal mit Geld. Der hat da noch eine kleine Armee zu stellen. Oh ja, stimmt. Stimmt. Schweizer, könntest du bitte meine Kanone mal unterstützen? Ja, auf dem Weg. Dankeschön. Gerne. So, jetzt kannst du wüten, wie du willst. Nur das Weltwunder gehört mir. Alles gut. Ist kaputt. Ich habe gerade 15 meiner Bevölkerungen umgebracht, meines Volkes. Also Standard. Oh, das ist der ganze Elefantenarmee. Ja, zieh dich mal zurück, dann kann man den Kanonen helfen.
spielen. Weil die sind nicht, die sind langsamer als deine Leute. Was für Elefanten? Nee, die es jetzt nicht mehr gibt, anscheinend. Ich habe Kanonen bei, die gegen Belagerungswaffen effektiv sind und die gelten, glaube ich, als Kanonen. Aber als Belagerungswaffen direkt. Ja, ich habe keine Belagerungswaffen. Davon. Da kann es sein, was wir da gerade machen, ist ein Genozid. Ach Quatsch. Der hat uns als erstes angegriffen. Na echt, was soll das? Naysay-Day. Ah, ich kann deinen Namen nicht. Naysay-Lader. Jedes Mal wieder tue ich mir schwer. Einen wunderschönen. Wie geht's, wie steht's? Oh, schon lange nichts mehr gehört. Schon sehr lange nichts mehr gehört. Alles gut? Sorry. Frau Schweizer, wir sind doch gerade zu überlegen. Wir könnten doch jetzt die diplomatische Verhandlung. Genau so sehe ich aus. Selber schuld, jetzt. Der hätte da nicht angreifen sollen die ganze Zeit. Oh, da kommt wieder ein Elefant. Ja. Hola. Sorry, dass ich dich erst jetzt gesehen habe. Sorry, wir sind hier gerade ein klein bisschen hier. Unter Beschuss geraten. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Zwei Bogenschützen. Nimm deine Bauern und alle rauf da. Ja, das ist recht. Ja, da geht er da drauf. Okay, der ist auch kaputt. Meine Kanonen kriegen wieder einen Wandertag. Der hat schon eine schöne große Stadt gebaut. Schade um die Stadt eigentlich. Ja, der Chinese hier auch tatsächlich. Du meinst die ganzen Trümmer? Ja. Das ist übrig ist. Oh, was haben wir hier schon? Dorfzentrum weg damit. So, braucht irgendwer noch irgendwelche Ressourcen? Eigentlich nicht, nee, danke. Sehr schön, Leute. Gut gemacht. Überall jetzt im zweistelligen Tausenderbereich. Ja, so viel hatte ich noch nicht. Gold und Nahrung, ja, aber dann Stein hatte ich nur 400 noch und an Holz, glaube ich, war es relativ knapp bei mir immer. An Gold hatte ich ja gerade schon gar nichts mehr dran. Meine Goldproduktion waren die ganzen Händler. Also mir gefallen die Engländer eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, was sagt die Statistik? Das auch boah, so Schreiber war gut. Wie Schweizer einmal komplett abgestürzt ist. Ja. Zeitlinie. Zweimal sogar. Ja, hier bei dem Kill von dem Lienernen auch noch. So, Technologie war ich ganz schön hinten dran. Und KI schwierig. Wie kann man in Technologie 7000 bitte schaffen? Das verstehe ich nicht. Frag mal nicht. Besser nicht. Militär? Oh, ich habe die meisten gefallenen Einheiten. Aber dafür auch die meisten zerstörten Gebäude 73. Ja, nice. Was ist mit Wirtschaft?
87.000 Gold. Okay. Und dann beschwert er sich darüber. Ja, ich war ja heute schon am Goldfluss, deswegen. Uff. Achso, da zählt bei Technologie zählt auch die Zeit, wie lange man gebraucht hat, um sich voranzubringen. Und Gesellschaft, was haben wir da noch dabei? Boah, Schweizer. Du und Gesellschaft? Wie geht das? Ich habe so keine Ahnung, was das sein soll, übrigens. Nee, die größte Bevölkerung hat Arrow? Keine Ahnung. Vielleicht auch die Forschung von der Gesellschaft, keine Ahnung. Ich hab absolut nichts Spezielles gemacht. Oder Einheiten Lebensdauer durchschnittlich 20 Minuten und bei dir, Schreiber, 36 Minuten. Wie geil. Was? Einheiten Lebensdauer bei Gesellschaft ganz hinten. Im Durchschnitt 36 Minuten haben deine Einheiten gelebt. Sehr lustig. Kanone. Ja. Schon bitter. Ja, ich verabschiede mich damit. Wie jetzt schon? Ja, klar, es ist ab hier. Dachte ich, habe jetzt noch die Möglichkeit, dich mal fertig zu machen. Ja, morgen. Okay, ja, warte mal. Kommt drauf an. Wann habe ich denn morgen Standby? Ne, übermorgen habe ich Standby. Lass mal kurz in den Kalender gucken. Ab wie viel Uhr? Ja, das geht sich leider nicht aus. Von 5.30 Uhr bis 15 Uhr. Wie geht sich denn das allgemein aus? Achso, ja doch, das geht sich schon aus. Der Terrain geht um 13 Uhr los. Fuck, das heißt, ab morgen darf ich nicht mehr streamen bis Freitag. Wenn ich Freitag nicht in Teheran bin, Schweizer, wie sieht's denn bei dir aus mit Battlefield? Ich bin ready. Geil. Also ich hab's noch nicht geholt, aber ich bin ready auf jeden Fall bis dahin. Okay, du kannst, also ich hab mir das schon pre-gedownloadet, hab ich schon gemacht. Also bei mir ist alles ready, ich warte nur noch, bis es released wird. Abgelehnt. Schreiber, wie schaut's bei dir noch aus, eine kurze Runde? Nee. Na gut, dann halt nicht. Verstehe ich. Merke ich mir. Alles gut? Nein, alles gut, Jungs.